Ich bin Jörg Alt, Jesuit seit 1981. Ich lebe in Nürnberg, arbeite dort in der Hochschulseelsorge, im Jesuitenhilfswerk Jesuiten weltweit und im Okama-Zentrum der Jesuiten für die sozial-ökologische Transformation. Die Gründe, warum ich Jesuit geworden bin, sind nicht mehr dieselben, warum ich heute immer noch im Orden bin. Der Punkt ist ja, man hat als junger Mensch so eine Idee, was am Jesuitenleben interessant sein könnte, wie zum Beispiel akademische Karrieren und so. Was bei mir aber gewesen ist, war, dass Begegnungen mit Menschen meinen Einsatz immer wieder verändert haben. Vor allen Dingen mit Flüchtlingen oder 2019 mit den Fridays for Future oder 2021 mit den Hungerstreikenden vor dem Brandenburger Tor. Und jedes Mal waren Begegnungen maßgeblich, dass sich meine Arbeit im Jesuitenorden geändert hat. Und das war unheimlich aufregend. Ich habe mir immer eine Familie mit vielen Kindern gewünscht. Und im Prinzip ist das ja etwas, was man als Jesuit nicht haben kann. Aber was ich halt erlebt habe, ist, dass durch die vielen verschiedenen Einsätze, die ich gehabt habe und die vielen verschiedenen Begegnungen, ich unglaublich interessante Menschen kennengelernt habe. Und bis heute Freundschaften habe, die zum Teil schon 40 Jahre zurückgehen. All diese Menschen hätte ich nicht kennengelernt, wenn ich nicht Jesuit geworden bin. Und vor allen Dingen eben die Begegnungen mit jungen Menschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung sind Begegnungen, die mich jetzt gerade in den letzten Jahren sehr geprägt haben und meine Arbeit sehr bestimmen. Der Punkt ist, wenn man Menschen begegnet, die einen anderen Hintergrund haben als man selbst, dann ist man natürlich auch verpflichtet, sich auf diesen Hintergrund einzulassen mit allem, was dazugehört. Das war zum Beispiel so gewesen, wie ich in Belize mit den Maya-Indianern gearbeitet habe, oder das ist jetzt so, wenn ich mit jungen Menschen der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen bin. Die Tatsache zum Beispiel, dass ich zum Straftäter geworden bin, als ich Essen aus Containern geholt habe oder mit diesen jungen Leuten Straßen blockiert habe und inzwischen 9 Strafverfahren an der Backe habe, das sind Dinge, die nicht angenehm sind, aber wo ich mir sagen muss, wenn junge Menschen bereit sind, sich voll und ganz für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit einzusetzen, dann kann ich nicht einfach daneben stehen, Segen spenden und darüber predigen. Ich muss da mitmachen. Was mich in meinem Leben so als eine Art roten Faden begleitet hat, war die Erfahrung, dass eigentlich letzten Endes die Sehnsucht nach Gott eine unendliche Sehnsucht ist, die durch nichts auf dieser Welt befriedigt werden kann. Und wenn man diese Sehnsucht verspürt, dann merkt man natürlich auch, wie viele andere Versuchungen unzulänglich sind, weil die Sehnsucht einfach dadurch nicht befriedigt wird. Und aus diesem Grunde denke ich, das Beste und Wichtigste, was ich jungen Menschen empfehlen kann, ist, auf die eigene Sehnsucht nach dem Unendlichen zu hören und sie nicht aus den Augen zu verlieren.